Herzlich willkommen beim GWriters Videoblog. Heute mit dem Thema Ghostwriter Medizin. Wie GWriters dich bei deiner medizinischen Doktorarbeit unterstützt. Wir schauen uns in diesem Video dazu einmal die 4 verschiedenen Typen von medizinischen Doktorarbeiten an und gehen dann weiterhin jeweils darauf ein, wo GWriters euch unterstützen kann. Fangen wir an mit der sogenannten experimentellen Doktorarbeit, welche wirklich wichtig ist für die zukünftige Forschungsarbeit, wo ihr Daten im Labor anhand von Experimenten erheben müsst, was natürlich sehr, sehr spannend ist, was natürlich euch auch weiterbringt, speziell wenn ihr auch in der Forschung bleiben möchtet. Allerdings den Nachteil mit sich bringt, dass ihr eine intensive Einarbeitung benötigt in die verschiedenen Labortechniken. GWriters kann euch trotzdem helfen bei der experimentellen Planung und gerade bei der Auswertung und Analyse der Ergebnisse und der Daten, die ihr erhoben habt, kann euch ein Medizin-Ghostwriter unter die Arme greifen. Bei der sogenannten klinischen Doktorarbeit habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt mit retrospektiven Studien arbeiten, also mit bereits erhobenen Patientendaten, oder eben noch spannender, prospektive Studie betreiben mit Patienten zusammen und dann die Daten direkt am Patienten eben erheben und dementsprechend später analysieren. Das ist natürlich etwas aufwendiger, ihr seid zeitlich mehr gebunden. Allerdings ist es um einiges spannender als verschiedene andere Möglichkeiten und ihr sammelt bereits Erfahrung im klinischen Alltag, was für euch natürlich unersetzliches Wissen ist. GWriters kann euch bei der Forschungsplanung unterstützen. Ihr könnt Diagnosen zusätzlich noch vom professionellen Medizin-Ghostwriter auswerten lassen oder zum Beispiel ganz einfach nur ein Lektorat beanspruchen, um euren Text, den ihr bereits verfasst habt, überarbeiten zu lassen. Weiterhin gibt es den Typ der medizinischen Doktorarbeit aus dem Bereich Statistik. Hier ist keine direkte Datenerhebung durch eure Seite mehr notwendig, weil ihr euch auf bereits bestehende Daten stützt. Das bedeutet für euch, dass ihr nicht so zeitlich gebunden seid wie bei der klinischen oder experimentellen Doktorarbeit und nicht abhängig seid von anderen Faktoren, sondern das Ganze für euch flexibel planen könnt. Nachteil an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass ihr intensiv euch mit Statistik auseinandersetzen müsst und ihr braucht fundierte statistische Kenntnisse dafür und natürlich auch fundierte Kenntnisse in den Programmen, die ihr benutzt, um diese statistischen Daten auszuwerten. Ich sage nur Stata oder R. Die unter euch, die sich damit beschäftigen, haben vielleicht schon das eine oder andere Problem damit gehabt. Und wir haben auch immer wieder Kunden, die sich bei uns coachen lassen dazu. Nicht nur das Coaching ist eine Form, wie wir von GWriters euch bei eurer medizinischen Dissertation aus dem Bereich Statistik unterstützen können. Weiterhin können wir natürlich mit euch zusammen ein Thema finden, was besser zu bearbeiten ist. Fallzahlen mit Statistikern abklären, können die Daten analysieren, Texte ergänzen und auch hier natürlich ein Lektorat oder eine Textredaktion anbieten, um euren Text nochmal glatt zu ziehen. Der letzte Typ, auf den wir heute eingehen, ist die theoretische Doktorarbeit. Auch hier habt ihr den Vorteil von einer hohen zeitlichen Flexibilität. Das Schöne ist, dass ihr eine breite Themenauswahl habt. Das geht von Ethik in der Medizin über diverse andere Bereiche, in die ihr Einblick bekommt. Das ist natürlich gleichzeitig Vorteil und Nachteil, da ihr euch eben Erkenntnisse in einer Vielzahl dieser diversen Bereiche und auch in diversen Untersuchungsmethoden aneignen müsst. Hierbei kann euch aber auch GWriters wieder wunderbar unterstützen durch die Themenwahl eurer medizinischen Dissertation, durch die Exposé-Erstellung zu eurer medizinischen Doktorarbeit. Ihr könnt euch Textteile neu formulieren lassen von einem medizinischen Ghostwriter oder auch wieder eine Textredaktion oder ein Lektorat in Anspruch nehmen, einfach um euren Text glatt ziehen zu lassen. Ich hoffe, ich konnte euch dafür diese 4 Typen einmal näher bringen und euch zeigen, wo wir